Hallo, liebes Team. Ich nehme dieses Video auf, um euch zu helfen, euer Geschäft mit dem Kollagen-Elixier noch einfacher zu machen. Und da gibt es eine tolle Möglichkeit, mit einem QR-Code zu arbeiten. Und ich werde jetzt dann auch in die Gruppe und auch in den Mailverteiler folgendes Blatt reinstellen. Ich gehe mal auf Bildschirm teilen, dass ihr das seht. So, was habe ich da drauf? Ich habe auf diesem Datenblatt die Preise eben vom Viererpack und vom Sechserpack, das heißt 40 Flaschen um 159,50. Bei der Erstbestellung hat man ein Autoship, kostet dann 151,53 ohne Mehrwertsteuer. Wir wissen, diese 6 Euro, circa 6 Euro Frachtkosten kommen noch dazu. Das heißt, eine Flasche kostet dann 3,80 Euro. Und beim 60er-Pack 60 Flaschen, 227,28 im Einkaufspreis, hat man eine Wiederbelieferung 215,33. Diese Preise hier habe ich auch so gemacht auf diesem Datenblatt, dass man die ausbessern kann. Das heißt, wenn jemand aus Deutschland dieses Video sieht oder aus der Schweiz, bitte einfach diese Preise hier in diesem Word-Dokument einfach ausbessern, damit die Preise für euch passen. Ja? Und drunter habe ich noch reingegeben auch diese Beauty-Bundle, dass man sieht auch da, was kostet es für den Kunden, was ist der Wiederverkaufspreis. Auch das könnt ihr bearbeiten. Was jetzt toll ist bei dem ganzen Blatt, ja, so ein Fläschchen kostet weniger als 4 Euro, also 3,80 Euro oder 3,59 Euro beim 60er-Pack runtergerechnet, also weniger als eine Tasse Kaffee. Und wenn jemand jetzt irgendwo bei euch sagt, ich hätte das gerne, dann braucht er nur da drauf scannen und kann sich sofort den 40er-Pack bestellen. Oder kann hier drauf scannen und den 60er-Pack bestellen. Ich habe das so eingerichtet, mit meinem QR-Code. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses Scan-Me nehmen könnt, rauslöscht und euer eigenen QR-Code hier reinsetzt, damit ihr von eurer persönlichen Webpage die QR-Code da drauf habt und die Leute, denen ihr einfach das einscannen lasst, dass die auf eurer persönlichen Webpage die Bestellung dann machen. Es ist ganz einfach. Ich switche gleich wieder um auf das andere Blatt. Bildschirm teilen. Ich gehe da drauf und sage, persönliche Webpage. So, ich habe jetzt ganz einfach auf meiner persönlichen, also nicht im Backoffice, sondern auf der persönlichen Webpage eingegeben, gerhardkleiner.isagenix.com. Das ist mein persönlicher Webshop. Da gehe ich hier auf Produkte. Dann gehe ich auf All Packs. Und dann gehe ich auf dieses Vierer-Bundle. Ja? Da klicke ich jetzt drauf. Man sieht, es ladet. Dann zeigt es mir auch das an. Und jetzt könnte hier ein Kunde sagen, er bestellt und er gibt dann seine persönlichen Daten ein. Er gibt auch ein, will er es einmalig oder will er es regelmäßig haben. Das heißt, das kann der Kunde alles selbst, seine Bezahlungssachen, seine Lieferadresse, alles eingeben. Nur das ist für den Kunden, dass er überhaupt auf dieses Produkt gleich kommt. Jetzt nehme ich hier diese Adresszeile oben, ich markiere das, gehe auf Kopieren und ich habe eine Empfehlung bekommen über einen QR-Code-Generator, der heißt auch www.qr-code-generator.de. Was mache ich da? Ich gehe daher und füge hier ein diese Adresszeile von meiner persönlichen Website. Die heißt halt dann gerhardkleiner.isagenix.com und dann heißt es halt Beauty Bundle. Ich habe einfach das kopiert von meiner persönlichen Website hier, wie ich es hier gemacht habe, kopieren und habe es dann hier eingefügt. Dann kann man auf der Seite noch sagen, ich hätte es gern normal, nur hier als QR-Code oder ich kann auch draufklicken und sagen, ich hätte es gern mit ScanMe. Und wenn mir das gefällt mit dem ScanMe, dann wähle ich das aus und dann gehe ich auf Download. Und dann für circa 30 Sekunden nichts machen, dann kommt dieser QR-Code direkt auf den Bildschirm, den ihr dann verwenden könnt und einfügen könnt. So, jetzt sagt er schon öffnen. Ja, ich öffne, ich drücke auf OK, bumm, und auf einmal habe ich den QR-Code. Ich kann den jetzt auch noch zuschneiden, wenn ich möchte. Ich kann den hier zuschneiden, so wie ich halt möchte, und kann dann sagen, okay, das möchte ich so haben in dieser Größe. Dann kann ich das natürlich kopieren und kann es dann im Word-Dokument einfügen. Das heißt, ihr macht es dann eins, ihr nehmt das, löscht es raus, dieses Bestehende hier, und fügt euren eigenen, wenn ich da gehe jetzt auf Einfügen, füge ich den halt dann ein
Und dann könnt ihr das Gleiche auch machen für einen 60er. Ich zeige das noch einmal ganz in Ruhe. Ich gehe auf die persönliche Webpage. Jetzt bin ich ja beim 40er. Ich gehe wieder auf Produkte. Ich gehe alle Sisha-Produkte. Ich gehe auf den 60er-Pack. Jetzt heißt der Link natürlich anders. Er heißt nicht Beauty Bundle. Er heißt Beauty Afterglow Bundle. Ich kopiere den wieder. Kopieren. Ich gehe wieder auf diesen QR-Generator. Lösche das von vorher raus. Gebe diese URL rein, die ich gerade kopiert habe. Und schon habe ich hier wieder das Download-Feld, da klicke ich drauf und habe dann das neue Logo von dem 60er-Pack, wenn ich das jetzt hier öffne. Und auch das könnte ich dann einfach nehmen, kopieren und wieder in Word einfügen. Somit könnt ihr für euch personalisiert das Ganze gestalten. Ihr könnt das überall auflegen und jeder, der da drauf scannt, auf 40 oder 60, registriert sich über euren persönlichen Shop. Jetzt noch als Tipp, ihr habt vielleicht auch Geschäftsleute, die haben Geschäfte, die haben eine Drogerie, die haben vielleicht irgendwo ein Sonnenstudio, einen Friseur. Wenn ihr solche Partner schon registriert habt, helft ihnen, das zu gestalten. Wenn diese Partner, die oft keine Zeit haben für einen Kunden, das dort auflegen und ein Kunde sagt, ich hätte das gerne, dann braucht der Kunde nur draufgehen mit seinem, auf Foto gehen, man muss auch nicht fotografieren, also nur draufhalten auf dieses Scan Me. Und kommt sofort auf die Webseite, um sich registrieren zu können für diesen 40er oder 60er Pack. Und das kann die Person relativ schnell dann auch vielleicht in diesem Sonnenstudio selbst diese Kundin machen. Und wenn das geklappt hat, hat sie umstellen, danke für die Registrierung, danke für die Bestellung. Und so kann man vielleicht auf einfache Art und Weise den Umsatz steigern und verbessern. Das heißt, ich schicke euch jetzt nicht nur das Video, sondern auch dieses Datenblatt dann weiter und hoffe, ihr habt damit ganz viel Erfolg. Alles Gute und tschüss.